Meine Damen und Herren, liebe Freunde von Convoco, herzlich willkommen zum Convoco Forum 2016. Unser Thema dieses Jahr lautet Autorität im Wandel, Authority in Transformation. Warum habe ich mich diesem Thema zugewandt? Die Herausforderungen für unsere Welt drängen sich im Moment zu einem Bündel von Krisen. Die großen Flüchtlingsbewegungen, die Terroranschläge, die noch nicht ausgestandene Krise im Euroraum und natürlich die Brexit-Entscheidung mit all ihren Konsequenzen. All das sind Herausforderungen für Autoritäten. Das Wesen von Autorität erkennt man am besten, wenn man die Begriffe Macht und Autorität voneinander abgrenzt. Autorität und Macht werden oft fälschlicherweise gleichgesetzt. Macht ist aber etwas anderes als Autorität. Der wesentliche Unterschied liegt in der Legitimation. Autorität geht seit Max Weber mit Legitimation einher. Macht kann hingegen ausgeübt werden, auch ohne legitimiert zu sein und kann auch auf Zwang beruhen. Zwang wiederum ist der Autorität abträglich. Autoritätsbewusstsein existiert in einer Bevölkerung, wenn den Autoritäten freiwillig gefolgt wird. Weil ihnen Autorität zum Beispiel durch Wahlen übertragen wurde. Wenn hingegen durch Zwang regiert wird, fehlt den Machthabern die Legitimität. Dieser Unterschied ist sehr wichtig. Denn er bedeutet auch, dass Autorität nicht gegensätzlich zur Freiheit ist. Oft besteht der Eindruck, dass mehr Autorität gleichzeitig weniger Freiheit bedeutet. Autorität wird mit Fremdbestimmung gleichgesetzt und der Freiheit gegenübergestellt. Wir wissen, dass wir Freiheit nur unter bestimmten Rahmenbedingungen genießen können. Die Aufgabe von Autorität ist es, diese Rahmenbedingungen zu setzen, damit Freiheit sich entfalten kann. Zwischen Autorität und Freiheit besteht ein Verhältnis der Kooperation. Autorität und Freiheit sind also keine Gegensätze. Einem Autoritätsverlust entspricht nicht automatisch ein Freiheitsgewinn. Wir erkennen das zum Beispiel in den Folgen des arabischen Frühlings. Hier wurden illegitime Machtstrukturen aufgebrochen durch die Selbstbestimmung und den Freiheitsdrang der Bevölkerung. Aber dann verhinderte unter anderem das Fehlen legitimer Autoritäten das Fortbestehen der erworbenen Freiheit. Woher kommt das Wort Autorität, meine Damen und Herren? Etymologisch kommt Autorität von Autor, Schöpfer, Gestalter und geht letztendlich zurück auf das lateinische Augere, vermehren, vergrößern. Wer Autorität besitzt, hat Verantwortung. Je mehr Autorität, desto größer die Verantwortung. In Deutschland und auch in den meisten westlichen Ländern leben wir in einer repräsentativen Demokratie. Wir übertragen durch Wahlen Verantwortung und Autorität an Repräsentanten. Die heutige repräsentative Demokratie hat nichts mehr mit der ursprünglichen Demokratie des antiken Griechenlands zu tun, was vor allem bedeutete Handeln ohne Vermittlung, ohne Repräsentation. Aber die Vorstellung von Demokratie ist heute auch nicht mehr die von 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat. Heute verstehen wir unter Demokratie einen politischen Prozess, den wir jederzeit beeinflussen wollen. Die repräsentative Demokratie scheint nicht mehr unseren Bedürfnissen zu genügen. Es ist der Eindruck entstanden, dass das repräsentative System, die klassischen großen Parteien, das Verlangen teilzunehmen, nicht ernst genommen haben. Dadurch ist ein Gefühl der Machtlosigkeit entstanden.
Und das hat zu der Annahme geführt, dass Repräsentation als Form des Sich-Selbst-Regierens gescheitert ist. Der Ausweg wird in der direkten Demokratie gesehen. Heute besteht die Tendenz zur Auflösung von Hierarchien und zu immer weitergehender Inklusion. Man möchte mehr Menschen in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Eine Partizipationskultur wächst. Die Menschen gehen heute in ihren Forderungen wieder zurück auf Jean-Jacques Rousseau und seine Idee einer radikalen Demokratie. Wir sind Zeitzeugen einer wesentlichen Veränderung unseres Demokratieverständnisses. Wichtig ist hierbei, und deswegen haben wir auch den Titel Autorität im Wandel und nicht Autorität in der Krise gewählt. In dem Wandel bleibt das Alte bestehen und die neuen Formen überlagern die althergebrachte Demokratie. Wir bewegen uns auf eine Mehrebenen-Demokratie zu, auf eine multiple Demokratie, wie es der Historiker Paul Nolte nennt. Die Demokratie ist nicht am Ende, sondern wir sind unterwegs zu einer anderen Demokratie. Diese ist unter anderem eine Demokratie der Gerichte. Der Bürger appelliert an Gerichte als eigenständige Instanz. Legitimation von Entscheidungen durch Gerichte ist eine unabhängige Ebene der Demokratie geworden. Dies ist kein Fall mehr von klassischer Gewaltenteilung. In diesem Zusammenhang kann man als Beispiel die Klage gegen den OMT-Beschluss der EZB erwähnen. Erstmals in der Verfassungsgeschichte haben sich Wähler, nicht Staatsorgane, gegen die Maßnahme einer EU-Institution gewandt. Die neue Form ist eine Demokratie der außerparlamentarischen Vertretungsorgane. Neue Institutionstypen der Bürgerbeteiligung wie Greenpeace sind entstanden, genauso wie neue Verfahrenstypen, zum Beispiel das Mediationsverfahren. Gleichzeitig müssen wir die Bewegung zu mehr direkter Demokratie hinterfragen. Wir sollten darüber nachdenken, wie wichtig uns das Mehrheitsprinzip ist, wenn dem Protest von Bürgern zu starke Bedeutung zugemessen wird. Nehmen Sie als aktuelles Beispiel die Türkei. Die Siege der Regierung Erdogans wurden nicht gegen die Mehrheit, sondern gegen die Minderheit errungen. Auch in Polen wird die Regierung von der Mehrheit getragen. Gleichzeitig beeinträchtigt sie den Rechtsstaat. Wann ist ein Plebiszit der richtige Weg? War das Brexit-Referendum zum Beispiel eine Frage, die direkt von den Bürgern entschieden werden konnte? Oder hat die regierende Autorität zu viel von ihrer Verantwortung abgewälzt? Oder spielte eine andere Motivation eine Rolle? Ein flüchtiges Gefällt mir darf nicht ein wohldurchdachtes Urteil, das die Bürger einer Demokratie einander schulden, ersetzen. Die neuen Technologien elektronischer Kommunikation haben ein großes demokratisches Potenzial, aber nur, wenn sie verantwortlich genutzt werden. In dem Ruf nach mehr direkter Demokratie und dem Wandel unseres Autoritätsverständnisses ist eine neue Form von Stabilitätssuche und Autorität zu erkennen, nämlich die eigene direkte Verantwortung der Bürger. Gleichzeitig haben sich auch andere gesellschaftliche Kräfte entwickelt, die das Verlangen nach Autorität und Sicherheit zum Ausdruck bringen. Dies zeigt sich im aktuellen weltweiten Aufstieg rechter Strömungen. Die Entwicklungen des Wahlkampfes in den USA, das Brexit-Referendum und das Wachstum der Anti-Establishment-Parteien entspringen dem Wunsch, mehr Kontrolle über das eigene Leben zu bekommen. Der direktdemokratische Weg und das Bedürfnis nach nationaler Autorität sind beide Ausdruck eines Versagens der Eliten. Diese haben nicht rechtzeitig die Diskrepanz zwischen Entwicklung und Mitspracherecht erkannt. Vieles spricht heute gegen das nationalstaatliche Denken. Die Probleme, denen wir gegenüberstehen, sind grenzüberschreitend. Der Umweltschutz, die Flüchtlingsbewegung, die Eurokrise.
Auch die positiven Entwicklungen wie das Internet, die globale Kommunikation sprechen gegen Nationalstaatlichkeit. An die allerdings unsere bestehenden Demokratien gekoppelt sind. Wir leben zurzeit innerhalb eines Gefüges von Nationalstaaten. Deren Einfluss ist wichtig für unsere Identitäten innerhalb von Institutionen wie der EU und der UN. Das Umgehen mit supranationalen Problemen bedeutet nicht zwingend ein Ende des Nationalstaats. Wir sollten klar definieren, was eine Nation selbst machen kann und was zum Beispiel besser auf europäischer Ebene getan werden muss. Es gilt, die richtige Balance zu finden, damit ein funktionierendes Europa mit gleichberechtigten Partnern weiter fortbestehen kann. Das setzt eines voraus, nämlich dass unsere Autoritäten in der Lage und willens sind, komplexe Sachverhalte zu erklären. Ich sehe eine der wichtigsten Aufgaben für Autoritäten darin, durch Erklärung Richtung zu geben und damit zu führen. Lassen Sie mich an dieser Stelle enden. Ich bin sehr stolz, heute hier so viele Persönlichkeiten begrüßen zu können. In Zeiten wie diesen sind wir alle aufgerufen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich reiche nun weiter an Sir Roger Scruton. Danke.